Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Yam Yam Lecker! Heute gibt es ein schnelles, einfaches Gericht. Wir haben nämlich festgestellt, wir haben jede Menge Kartoffeln. Die sind schon ordentlich am Keimen. Dann haben wir da Drillinge, die keimen auch schon. Und da sind noch mehr Kartoffeln und die müssen unbedingt weg. Und deshalb machen wir heute einen schönen, leckeren, klassischen, ne, klassisch ist er jetzt nicht, aber einen schönen, leckeren Kartoffelsalat. Das ist eine ordentliche Portion, aber es soll ja auch ein paar Tage reichen. Wir geben 4 Esslöffel Sonnenblumenöl darüber. Dann salzen und pfeffern wir das Ganze. Jetzt zerkleinern wir 3 Knoblauchzehen. Schwarzer Sesam, davon rösten wir so 2 Esslöffel. Wir zerkleinern eine gute Handvoll Petersilie. Wir geben 9 Esslöffel Olivenöl dazu und 3,5 Esslöffel Balsamico-Essig, 2 Esslöffel Honig und 2 Teelöffel Senf. Jetzt geben wir noch Salz und Pfeffer hinzu und vermischen das Ganze. Geht, ne? Mhm. Mit dem Essig ist es so gerade noch an der Grenze. Ne? Es geht aber, Gott sei Dank. Da zum Glück dann noch etwas weniger reingetan. Schönes Dressing. Gut, 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 gut. Wir schneiden 2 Lauchzwiebeln in kleine Ringe, wir geben eine Dose Kichererbsen hinzu, unseren frischen jungen Spinat und eine ordentliche Portion Cherrytomaten. Machen wir gleich noch den Geschmackstest. Was sagst du geschmacklich? Ist gut? Schmeckt sehr lecker, wirklich. Also sehr lecker. Die Kombination aus dem Ganzen ist richtig geschmacksintensiv. Interessante Sachen. Ja. So, jetzt bin ich aber gespannt. Das soll so toll, so lecker sein, dass es eins der besten Rezepte bisher war. Jetzt will ich es aber selber wissen. Boah. Ganz toll geworden. Ist wirklich sehr gut geworden. Also das ist echt ein Kartoffelsalat, den man nicht alle Tage kennenlernt. Also wirklich. Kann man wirklich empfehlen. Tolles Gericht. Also, das haben wir nicht zum letzten Mal gemacht. Das würden wir wirklich voll weiterempfehlen. Schau wieder rein, wenn es heißt Yam Yam Lecker. Bei mir gibt es immer was zu essen und auch zu trinken. Ciao.